Er interessiert sich nicht für Vögel. Das Skelett seines Artgenossen an der schwarz geäderten Innenwand durch das Fensterviereck sichtbar, das er von seinem Platz im Baum nicht sehen kann, hätte für ihn keine Botschaft. Rechte Bildhälfte beherrscht wird. Kopf heilt den Gebirgszug. Der Blick ist auf den Boden gerichtet, als ob er ein Bild nicht vergessen kann oder ein anderes nicht sehen will. Das Haar lang und strähnig, blond. Oder weiß-grau, das harte Licht macht keinen Unterschied. Zwischen Baum und Frau, weit offen das große einzige Fenster, die Gardine weht heraus. Der Sturm scheint aus dem Haus zu kommen, in den Bäumen keine Spur von Wind. Oder zieht die Frau den Sturm an? Oder ruft ihn hervor mit ihrer Erscheinung, der auf sie gewartet hat in der Asche des Kamins. Was oder wer ist verbannt worden? Ein Kind? Eine andere Frau? Ein Geliebter? Oder ist die Asche ihr eigener, wirklicher Rest, der Leib geborgt aus dem Fundus der Friedhöfe? Aus dem Der Mann in der Türöffnung, den rechten Fuß, halb noch auf der Schwelle, den linken schon fest auf dem braunen, grasfleckigen Boden, der von einer unbekannten Sonne ausgewärmt wird, hält in der rechten Hand am gestreckten Arm mit einem Jägergriff, darüber den Flügel ausreißt, einen Vogel. Die linke Hand, die mit überlangen, krumm flatternden Fingern ausgestattet ist, streichelt das Gefieder, das die Todesangst gesträubt hat. Der Schnabel des Vogels ist aufgerissen zu einem, für den Betrachter, lautlosen Schrei. Stumm auch für den Vogel im Baum. Er interessiert sich nicht für Vögel. Das Skelett seines Artgenossen an der schwarz geäderten Innenwand durch das Fenstervierecks sichtbar. Wenn es er von seinem Platz im Baum nicht sehen kann, hätte für ihn keine Botschaft. Hängt der Arm so schlaff im Ärmel, weil er gebrochen ist oder durch eine Fleischwunde gelähmt. Der Arm ist am Bildrand vom Handansatz abgeschnitten. Die Hand kann eine Klaue sein. Ein vielleicht blutverdrusteter Sturm. Dein Haken. Die Frau steht bis über die Knie im Nichts, amputiert vom Bildrand. Oder wächst sie daraus hervor, wie der Mann aus dem Haus tritt und verschwindet darin, wie der Mann im Haus, bis die eine unaufhörliche Bewegung einsetzt, die den Rahmen sprengt. Der Flug, das Triebwerk der Wurzeln, Erdbrocken und Grundwasser regnen, sichtbar zwischen Blick und Blick, wenn das Auge alles gesehen sich blinzelt über dem Bild schließt.
ist Hermo Domini Antenike, Filiorinis Bonifatium Tuam, ad Monsus, profitavis ad eo, digis audit, verbum Domini Dei. Der hochlehnige Stuhl davor hat eine Besonderheit. Seine vier Beine sind in halber Höhe mit einem Draht verbunden. Na, wie um zu verhindern, dass er zusammenbricht. Ein zweiter Stuhl liegt weggeworfen rechts hinter dem Baum. Der Drahtschutz nur ein Z, kein Viereck. Na, vielleicht ein früher Versuch der Befestigung. Vatikane, Matura Ocanoia. Enta Cimerion Andron, Demoste Podiste. Drop on you, a southwest blow on ye, and blister you all.